Hallo und willkommen zu einem neuen Filmora 9 Tutorial von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir ein Video sowie natürlich ein Tonsignal von zwei Kameras, die wir gleichzeitig verwendet haben, in Filmora 9 synchronisieren. Wie ihr seht, habe ich hier eine zweite Kamera mitgebracht. Das heißt, ich zeichne mit dieser Kamera auf und natürlich im Moment auch mit dieser kleinen Handkamera. Der Vorteil von mehreren Kameras, man kann, wie ihr das hier seht, mit dem Publikum sprechen und mit der zweiten Kamera dann eventuell Details aufzeichnen oder weitere schönere Spielereien umsetzen. Ich habe jetzt hier einfach mal ein kleines Video mit zwei Kameras erstellt und werde jetzt einfach diese beiden Videomaterialien in meinen Rechner auf die Festplatte kopieren. Beginnen wir mit der Aufzeichnung von der ersten Kamera. Hier hatte ich die erste SD-Karte. Wir suchen die Aufzeichnung bei Sony, befindet die sich meistens unter dem Punkt Privat und hier MP4 und dann suchen wir nochmal unter Clip und hier haben wir diverse aufgezeichnete Clips. Diesen Clip habe ich gerade eben aufgezeichnet, also ziehe ich den einfach hier auf meine Festplatte in einen vorher vorbereiteten Ordner. Dasselbe machen wir auch mit der zweiten Aufzeichnung. Hier habe ich meine zweite SD-Karte. Auch hier suche ich wieder meinen Videoschnipsel und ziehe diesen auch hier in meinen Ordner. Um das Ganze jetzt etwas übersichtlicher zu gestalten, gebe ich jetzt meinen Videodateien noch eindeutige Namen. Nehmen wir einfach die erste Datei und benennen sie um in Cam1. Und die zweite Datei wird natürlich Kamera 2, also Cam2. So, jetzt ist unser Videomaterial bereit zum Bearbeiten. Das heißt, ich habe hier Filmora 9 geöffnet und ziehe die beiden Videodateien hier in Filmora 9. Sollten die Videodateien hier wie in meinem Fall zum Beispiel mit 4K aufgezeichnet worden sein und ihr habt nicht den leistungsstärksten Rechner, empfehle ich euch natürlich auch, hier das Videomaterial vorzukonvertieren, vorzurendern, damit euer Programm schneller arbeiten kann. Wir nehmen nun die beiden hier importierten Videos und ziehen diese hier unten in die Timeline. Das erste Video legen wir hier ab und das zweite Video darüber oder eventuell darunter, wie ihr das möchtet. Für die weitere Bearbeitung des Videos empfiehlt es sich natürlich, das Video oder mehr sagen, das Material erstmal zu synchronisieren. Hier gibt es verschiedene Methoden. Ich habe hier meine eigene. Ich richte mich immer nach dem Videoton, da dieser eine gewisse Wellenform ausgibt und ich diese immer zum Synchronisieren sehr einfach verwenden kann. Wir sehen diese Wellenform hier unten schon im Video 1, so auch im Video 2 und wir sehen, dass diese sehr charakteristisch ist. Wir können diese also als Orientierungspunkt verwenden und so unsere Videospuren übereinander ziehen, sodass diese Audiospuren deckungsgleich sind. Hier auch noch ein kleiner Trick, macht es so wie die großen Filmstudios beim Synchronisieren mit dem Audio. Ihr habt beide Kameras gestartet und erzeugt einfach ein lautes Geräusch mit einer Klappe oder wenn ihr keine Klappe zur Hand habt, klatscht einfach mal mit den Händen laut zusammen. So hat man einen deutlichen Ausschlag im Audio und kann an dieser Stelle einfacher synchronisieren. So, wir haben nun hier unser Videomaterial schon ziemlich gut synchronisiert. Jetzt kommen wir noch zur Feineinstellung. Dazu gehen wir an eine markante Stelle. Hier, wo ich zum Beispiel mit dem Sprechen angefangen habe, vergrößern etwas die Ansicht. Somit wird die Audiospur deutlicher und ihr seht, wir sind noch nicht ganz synchron. Das heißt, ich greife mir nochmal die obere Spur und verschiebe sie so lange, bis die Audiospur eine gute Deckung aufweist. Sind wir der Meinung, dass die Synchronisation korrekt ist, können wir uns das auch nochmal anhören und schauen, ob die beiden Tonaufzeichnungen übereinander liegen. Das heißt, wir starten hier an der Stelle das Video. Wie ihr seht, habe ich hier eine zweite Kamera mitgebracht und wir hören, dass wir keinerlei Versatz im Ton haben, also haben wir den Ton richtig synchronisiert. Ich mache es nochmal falsch, damit ihr es auch nochmal hört, wie es sich anhört, wenn ich den Ton falsch synchronisiert habe, dann würde sich das so anhören. Die Kamera mitgebracht, wir hören, dass ich plötzlich zwei verschiedene Tonspuren höre und dementsprechend einen gewissen Versatz im Ton, im Audio habe. Aber wir stellen wieder den vernünftigen Zustand her und haben somit schon mal unsere Video- sowie Audiospuren synchronisiert. Habt ihr nur noch mit einem weiteren Mikrofon aufgenommen, könnt ihr hier auch noch die Audiospur des weiteren Mikrofons einbringen, diese auch noch auf dieselbe Art und Weise synchronisieren. Und jetzt entscheiden wir uns für eine Audiospur. In der Regel hat man ja ein sehr gutes Mikrofon verwendet und die anderen Mikrofone an den Kameras waren dann mitunter nicht so gut oder man möchte den Ton vielleicht nicht mehr verwenden. Somit entscheide ich mich hier für einen Ton. Man kann natürlich aber
auch den Videoton in jedem Video belassen und beim Schneiden der einzelnen Bilder immer den Ton von der Kamera gerade verwenden. Das ist aber nicht besonders professionell. Ich suche mir eine gute Tonspur aus. Wie mache ich das? Ich wähle jetzt hier meine gute Tonspur aus. Das wäre zum Beispiel hier unten. Diese ist deutlich kräftiger als hier oben, diese Tonspur. Wähle das Video aus, klicke mit der rechten Maustaste auf das Video und wähle hier den Punkt Audio lösen. Jetzt habe ich hier meine gute Audiospur, die ich verwenden möchte. Dasselbe können wir natürlich auch hier oben bei dem Video machen. Auch hier können wir die Audiospur lösen oder wir löschen sie komplett. Ich brauche sie nicht mehr, also lösche ich sie komplett. Also klicke ich hier auch mit der rechten Maustaste hinein und klicke hier Audio lösen. Und lösche dann dementsprechend die Spur, die ich nicht mehr möchte, und zwar die Spur von Kamera 1. Somit kann ich dann besser mit dem Material arbeiten. So, wir haben nun hier unsere Audiospur und unsere beiden Videospuren. Jetzt kommen wir zum reinen Schneiden des Videos. Das heißt, wir beginnen mit der ersten Sequenz. Das wäre hier. Hier fange ich an zu reden. Also das wäre die erste Sequenz. Jetzt schiebe ich erstmal alle Spuren auf diesen Startpunkt, indem ich sie markiere, den Anfasser schnappe und auf diesen Startpunkt setze. Und jetzt möchte ich natürlich mit dieser Kamera beginnen. Das wäre in meinem Fall die Kamera 2. Also schnappe ich mir die erste Videospur, schiebe sie weiter zurück oder kürze sie somit etwas ein, trimme sie. Ihr könnt sie natürlich auch schneiden. Wie ihr das macht, überlasse ich euch. Und wir sehen die darunter liegende Videospur. Jetzt starten wir das Video. Wie ihr seht, habe ich hier eine zweite Kamera. Und wir sehen, ich spreche jetzt mit dieser Kamera. Diese Sequenz lassen wir nun vorübergehen, bis wir auf die zweite Kamera zeigen. Das wäre jetzt diese Sequenz. Und hier ziehe ich einfach die zweite Videospur exakt an diese Stelle auf. Jetzt können wir auch diese Szene wieder anschauen. Und wir sehen, exakt an dieser Stelle schaue ich jetzt wieder in die andere Kamera. Also möchte ich hier natürlich die andere Kamera wieder sehen. Das heißt, ich wähle mein oberes Videomaterial an, schneide es ein und ziehe es wieder etwas zurück. Und wir sehen, sofort sehe ich die darunterliegende Videospur. Und so können wir uns dann nach vorne arbeiten. Das heißt, hier spreche ich wieder mit euch über diese Kamera, gehe wieder zur anderen Kamera, ziehe das wieder auf und arbeite mich so durch das ganze Video durch. So, hier sind wir am Ende des Videos angekommen. Das heißt, hier lösche ich die obere Spur, suche mir den exakten Endpunkt, das wäre hier, kürze die darunterliegende Spur ein und natürlich die Audiospur auch. Und schon habe ich meine Videosequenz aus zwei Videospuren und einer Audiospur erstellt. Jetzt können wir uns das ganze Video anschauen. Sollten wir hier jetzt einen kleinen Fehler gemacht haben und eventuell noch etwas die Übergänge anpassen wollen, ist das auch kein Problem. Wir vergrößern hierzu etwas die Ansicht und können hier nochmal unsere Videosequenzen feintunen. Das heißt, ich schaue mir das etwas exakter an und ich möchte jetzt genau jetzt, genau wenn mein Finger jetzt auf die Kamera zeigt, dass hier das Video startet. Also ziehe ich das Video, was darüber liegt, einfach wieder etwas auf und kann somit eine Feineinstellung vornehmen. Jetzt müssen wir eigentlich an diesem Video nichts mehr groß anpassen. Wir können, wenn wir wollen, noch die Bildbearbeitung vornehmen oder eventuell auch das Audio bearbeiten. Das habe ich aber schon in anderen Filmora-Tutorials erklärt. Wenn ihr dieses machen wollt, schaut einfach diese Tutorials. Diese findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Nun kommen wir nur noch zum Rendern. Das heißt, wir exportieren unsere Videodatei und haben somit unser Video fertig erstellt. So, und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch hier in diesem Video wieder mal einen hilfreichen Tipp geben. War dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert ihr einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.